zu einem neuen Video. Heute mache ich eine Summer Room Tour und ich freue mich schon mega auf das Video. Ich habe auch ein bisschen hier so Summer Sachen hier dekoriert und so, und ich habe mein ganzes Playmobil aussortiert, weil ich wollte das nicht mehr. Ich habe auch schon so lange dann damit nicht mehr gespielt. Ich wollte das einfach nicht mehr. Und aber ein paar Sachen habe ich noch behalten, so wie, wo ich so gedacht habe, ja, auf jeden Fall, das möchte ich noch behalten, das möchte ich jetzt nicht weggeben oder in den Keller tun, weil manche Sachen tun wir halt in den Keller oder verkaufen die. Und dann zeige ich euch noch, was sich so verändert hat. Und ich freue mich schon richtig auf das Video. Und ja, dann würde ich mal sagen, los geht's. Also ich zeige euch jetzt nur die veränderten Sachen. Ich zeige euch jetzt nicht jeden einzelnen Schrank, weil ich habe ja schon mal eine Roomtour gemacht. Eine 2019 Roomtour. Und das verlinke ich euch aber auch hier oben auf dem i. Und das Video verlinke ich hier auch noch. Ja, falls ihr das sehen möchtet, weil Luisa hat ja vor Zeit ihr Zimmer gezeigt. Ja. Deswegen zeigen wir jetzt nur die Sachen, die sich hier wirklich verändert haben, weil es, glaube ich, sonst ein bisschen zu langweilig. Ja. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie gesagt, verlinken wir es euch unten in der Infobox oder hier oben auf dem i. Ja. Und ja, an der Fensterbank, da habe ich so eine Schneekugel und die habe ich aber auch noch vorne auf dem Schrank, aber die zeige ich euch gleich. Finde ich richtig cool. Das passt auch richtig zum Sommer. Und dann habe ich hier noch so einen stacheligen Autsch-Kaktus. Und das möchte ich jetzt euch unbedingt zeigen, weil ich habe nämlich so von Lego Friends habe ich so ein Riesenset. Also mein Vater hat das gekauft, so ein Riesenset, und das wollte ich unbedingt haben. Und ich zeige euch mal, was da so dabei ist. Das habe ich vor kurzem aufgebaut und das war auch eine ganz schöne Arbeit. Also so sieht der Roboter aus von Olivia. Und hier vorne kann man das so aufmachen und da sind so kleine Küchleinkuchen drin. Einmal der hier. Und noch so einer mit ganz vielen Blümchen. Und das ist halt der Backofen, kann man so sagen. Und die Kuchen kann der Roboter auch in die Hand nehmen. Weil die sind nämlich beweglich, die Finger. Und so sieht er von hinten aus. Dann habe ich noch ein Mikrofon, das ist von Andrea. Das haben wir als erstes aufgebaut, mein Vater und ich. Und dann haben wir so zum Beispiel, ich gehe nach Brasilien und kaufe mir Petersilien. Und das war so lustig. Und dann haben wir lauter Quatsch gesungen. Und auf jeden Fall, das Mikrofon finde ich auch ganz cool. Da kann man hier so drehen und on und off. Und hier sind auch noch so Sternchen. Richtig. Also das ist jetzt keine Werbung für Lego oder so. Wir haben das auch nicht geschenkt bekommen. Wir haben das selbst gekauft. Ja. Luisa wollte das jetzt nur zeigen, weil es so schön ist. Dann habe ich noch das Coolste eigentlich. Hier so eine Kamera. Da ist auch hier BFF und so. Und wenn man hier drauf drückt, ich fotografiere mal die Kamera. Klick. Da leuchtet sowas, weil da ist nämlich so ein Lightbrick drin. Und hier ist noch ein Foto von den ganzen Mädels. Das ist jetzt von Emma die Kamera. Und dann habe ich noch von Stephanie ein Pokal. Ja, ups. Ja, ich habe bei YouTube gewonnen. Zum Beispiel oder irgendwie beim Turnverein. Das ist richtig cool. Bin ich auch schön mit den Sternen mit der 1. Und dann habe ich noch von Mia so Walkie-Talkies. Und hier ist auch so was zum Drehen. Und hier kann man halt so draufdrücken, weil das so hinten so ein
Gummi ist und das ist total cool und das gleich zweimal. Hier hat sich jetzt nicht schwer was verändert, aber hier ein bisschen so. Hier habe ich jetzt meine ganzen Topmodel-Sachen reingetan und hier, das ist noch von Lisa und Lena. Das ist auch voll cool, das habe ich von meiner Freundin gekriegt. Dann habe ich hier noch so Mäppchen, die sind, also die Stifte da drin sind von Topmodel. Hier sind Holzstifte drinnen. Das sind ein Orangenmäppchen. Das ist ein Melonenmäppchen und da sind so Gelstifte drinnen. Da sind jetzt nicht viele Gelstifte drin. Und hier sind die Glitzerstifte. Und was das für eine Frucht ist, weiß ich irgendwie nicht. Sieht sehr komisch aus. Ich finde die Mäppchen mega cool, weil sie sind halt so schön durchsichtig und die passen halt auch richtig so zum Sommer. Hier oben hat sich eigentlich nur auch nicht schwer was verändert, außer hier dieses Stiftekästchen. Da steht drauf Summer Feeling. Das ist auch voll cool. Und hier oben habe ich auch noch ein paar neue Sachen. Hier ist so ein Bild von Mariella und mir. Und da ist halt so ein Kaktus drauf, das ist voll cool. Und dann hier noch Hello Summer, eine Dose. Ist auch gut als Dekoration. Und hier habe ich noch so eine Schneekugel als Ananas. Und auf meiner Fensterbank habe ich ja als Flamingo. Und hier in der Ecke habe ich mir noch so ein richtig cooles sommerliches Bild. Also auf meinem Bett habe ich hier so eine neue Bettwäsche gekauft. Und dann habe ich hier noch richtig coole Kissenfiguren. Einmal hier so ein Eis, ein Kaktus, eine Wassermelone. Und hier in der Ecke habe ich dann noch eine Ananas. So, hier in der Schublade hat sich jetzt auch was verändert, weil sonst war ja da mein ganzes Playmobil drin von Pferden und so. Und da habe ich jetzt was anderes reingetan. Also hier habe ich ja die restlichen Sachen noch von Playmobil. Und hier habe ich noch so eine Weihnachtskiste. Die liebe ich, die Weihnachtskiste, weil die ist ja einfach so schön. Und ich würde die jetzt nicht weggeben oder weglegen. Dann habe ich hier noch Kassensachen. Ja, ich weiß, hört sich jetzt ein bisschen kindisch an, aber ich liebe immer noch Kasse zu spielen. Dann habe ich hier noch meine ganzen Topmodel-Zeitungen. Und das ist ja auch die neue Topmodel-Zeitung. Also ich mache jetzt keine Werbung. Das haben wir selbst. Ich glaube, bis das Video rauskommt, ist schon wieder eine neue Topmodel-Zeitung da. Ja, aber ist nicht schlimm. Ja, und die finde ich total cool. Da ist auch immer so ein Poster drin. Und da hier habe ich noch meine Lego-Männchen-Kiste. Damit baue ich immer so lustige Lego-Männchen auf. Und hier habe ich so Herzen. Die habe ich mir neu gekauft. Davon gibt es auch ganz viele davon. Hier habe ich jetzt Emma und so sieht das Herz aus. Und ich mache das mal auf, wie das von innen aussieht. So sieht das von innen aus. Und das, die finde ich total cool. Also die sind von Lego Friends und die bin ich im Moment am Sammeln. Jetzt zeige ich euch was, was sich am meisten von meinem Zimmer verändert hat. Also hier diese Ecke. Hier habe ich jetzt so einen Spiegel von Ikea. Und hier habe ich dann auch noch so eine Lichterkette. Das ist so eine Ananas-Lichterkette. Und dann noch hier so ein Sommerhocker. Hier habe ich dann noch so zwei Palmblätter-Spiegel. Eins für mich und eins für die Erwachsenen. Hier ist so ein Pappkaktus, den habe ich selbst gebastelt. Also das habe ich ein Video von Amavi geguckt und das habe ich dann direkt
nachgebastelt. Und ich habe auch geguckt, ob wir alles da haben. Hier habe ich dann noch so ein Flamingo. Ist auch richtig süß und cool. Dann habe ich hier noch ein Schmuckkästchen von Topmodel. Und hier habe ich jetzt den Schrank hingetan. Normalerweise wäre der ja vorne, aber den habe ich jetzt da hingestellt. Hier hat sich eigentlich auch nichts verändert, außer bis auf das Glas. Meine Mutter macht immer so Filzkleber drauf. Filzkleider. Ja, Filzkleider, damit, damit der Schrank nicht so verkratzt, weil so verkratzt der halt dann nicht, dann ist der geschützt. Dann habe ich hier noch so einen Luftballon von der Milena gekriegt und nochmal danke Milena für den coolen Luftballon. Und die haben auch einen Laden, der heißt Candy Dreams, also Süßigkeitenträume. Ja, wir verlinken das euch mal. Die haben auch eine Website, da könnt ihr aber vorbeischauen. Die haben richtig mega coole Sachen. Und ja, Luftballons, Süßigkeiten, alles. Eis. Die machen richtige Süßigkeiten, also Bäume und so, also richtig cool. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ja, richtig cool. Und Luisa hat sich riesig über den Luftballon gefreut. Ja, und hier unten ist so ein Beschwerungssäckchen. Genau. Damit der halt nicht rumfliegt. So, das war's mit der kleinen Sommerhundtour. Und mir gefällt es richtig gut da hinten mit dem Spiegel und die Lichterkette. Das sieht so richtig gemütlich aus. Und ich bin auch froh, dass ich mein Playmobil weg habe, weil, wie gesagt, ich spiele gar nicht mehr damit. Und ja, ihr könnt ja mal bei Instagram schreiben, ob euch das Zimmer auch gut gefällt. Und wie immer möchte ich natürlich zwei Leute grüßen. Einmal die Selina und Marie. Hallo ihr Lieben! Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu geben, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!